Drohnen sind ein Hilfsmittel, um unsere Prozesse noch effizienter gestalten zu können. Also richtig eingestiegen mit der Thematik beruflich bin ich vor einem guten Jahr, damals in der Audi Denkwerkstatt in Berlin. Und wir haben da in einem interdisziplinären Team auch an einem Drohnenprojekt gearbeitet, was jetzt hier konkret umgesetzt wird. Nach meiner Rückkehr in die Abteilung zurück bin ich jetzt in der Fahrzeuglogistik gelandet und auch hier setzen wir die Technologie eben ein und pilotieren die gerade. Warum machen wir das? Wir haben einen relativ beengten Raum hier im Werk und Fläche ist sehr rar und teuer und da ist es einfach die logische Konsequenz, in die dritte Dimension eben auszuweichen. Also zum Beispiel setzen wir die Technologie ein, um eine höhere Prozessqualität innerhalb der Fahrzeugdistribution zu erreichen. Was aber auch denkbar ist, ist natürlich der innerbetriebliche Materialtransport zwischen den Gebäuden, wo dringend benötigtes Material eben schnell von A nach B verbracht werden kann. Also mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir die Technologie wirklich gewinnbringend für Audi einsetzen können. Und ich denke, das kann uns gelingen, wenn wir den Prozess weitestgehend automatisieren. In meinem Kopf stelle ich mir da sowas vor wie ein Drohnenhangar auf dem Dach, der den Deckel einfach aufmacht, die Drohne fliegt raus, erledigt den Job, kommt von alleine wieder und das Ganze wird dann administriert von einem zentralen Drohnentower irgendwo im Werk.